lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen, ist mir mega nice, Mann. Und Leute, ich habe gehört, dass Sonic in der Stadt ist. Wo ist Sonic, Mann? Der ist verdammt cool. Oha, davon ist er. Hey, Sonic, bleib stehen. Ich will ein Foto mit dir machen. Was geht, Mann? Sonic, bleib doch stehen. Hallo, der läuft einfach weg. Wie arrogant ist der denn? Der möchte gar kein Bild mit mir machen. Hey, Sonic. Hey, hallo, hallo. Sonic, ja, ja, ja. Hä, wer bist denn du? Hä? Du bist ja aber eine Lahmente. Du kannst mit mir nicht Schritt halten. Du bist viel zu langsam für mich. Ja, klar bin ich nicht so schnell wie du. Du bist ja auch Sonic. Tja, dann hast du jetzt wohl, glaube ich, ein kleines Problem. Du siehst mich nicht mal mehr. So schnell laufe ich um dich rum. Ja, hä? Leute, ich komme nicht mehr mit beiden Augen. Das ist viel zu flink, Mann. Sonic, bitte, du schickst mich mega, wenn du so schnell bist. Ha? Du kommst wohl nicht mehr mit. Das ist ja sehr lustig. Aber, hä, du wolltest ein Foto mit mir machen, habe ich gehört. Warte mal, wir machen ein Foto. Zug mal dein Handy raus. Okay, Sonic, ich habe mein Handy bereit. Und Selfie. Hey, der ist einfach abgehauen, bevor ich ein Foto gemacht habe. Wie gemein bist du denn? Du bist ja gar nicht nett. Wer bist du, Mann? Hey, ich bin Sonic und ich bin schnell und du bist langsam. Leute, der ist gemein zu mir. Au, hey, der boxt mich, der schubst mich durch die Gegend. Hör doch auf. Haha, es ist so lustig. Ich ärgere dich, du bist eine blöde Ente. Komm her. Leute, ich muss schnell nach Hause. Weg hier von Sonic, der ist mega gemein, Mann. Verschwinde. Du traust dich gar nicht mehr raus, weil du eine lahme Ente bist. Der hat mich gerade so genervt, dass ich mir etwas bestellt habe, Leute. Und zwar 5 Wege, wie ich Sonic ordentlich auf den Keks gehen werde. Den werde ich heimzahlen dafür, dass der so gemein gerade zu mir war. Und zwar habe ich 5 verschiedene Sachen, die alles sagen, mega gemein sind. Und wir werden das jetzt mit ihm veranstalten. Let's go! Als erstes bauen wir eine Treibsand-Lava-Falle für Sonic, um den ordentlich mal durchzugrillen. So, warte mal. Ich baue das hier auf die Straße, wenn er wieder vorbei rennt. Baue hier die Straße kurz mal auf. Ich muss mich beeilen, weil bestimmt ist er ja bald wieder da. Und deswegen, der darf die Falle nicht sehen. Obwohl, Treibsand auf der Straße ist ja mega auffällig. Ich glaube, das soll ich lieber nicht machen. Ich baue mir schnell wieder die Straße zu, weil sonst schöpft er ja Verdacht, Mann. Ich mache das Treibsandfeld lieber hier hin, so. Und dann grabe ich hier runter. Das darf nicht zu groß sein, damit es nicht so auffällig ist. Und hier ist dann der Treibsand. Obwohl, erst muss ich die Lava platzieren. Die kommt ganz unten hin. Perfekt, da würde dann gebrutzelt, wenn der Treibsand komplett versunken ist. Wenn er nicht davon schon genug Schaden bekommt, das kann natürlich auch passieren, Leute. So, erstmal alles mit Lava ausstatten. Perfekt, die Falle ist bald fertig. Hoffentlich fällt er da rein, das wird zu lustig. Und vor allem kann er gar nicht mehr wegrennen, wenn er im Treibsand feststeckt, weil er dann komplett runtersinkt. Und der hat das sowas von verdient. Oh, stimmt, der Treibsand fällt ja runter. Da platzieren wir für den Fall den Draht hier. Wenn er durch den Treibsand durch ist, dann wird das ihn ordentlich pieksen. Das wird nämlich auch sehr gemein. Und unter den Draht machen wir dann einfach unsere Lava. Das ist der Masterplan, Mann. So werden wir den ordentlich nerven. So, die Falle ist jetzt platziert. Wenn er jetzt so auf mich zurennt, dann wird er im Treibsand versinken. Sonic, wo bist du? Sonic, komm her. Ich warte auf dich. Hallo, hier ist Ente, die lahme Ente. Komm bitte her, Sonic. Ah, hast du mich gerade gerufen? Ja, natürlich bin ich da. Und ich flitze hier rum wie ein Flitzebogen. Und jetzt werde ich dich auch nicht wieder ärgern. Nein, Sonic, bitte ärgere mich nicht. Und, oh, Sonic, steckst du in meinem Treibsand fest? Oh, das tut mir aber leid, Sonic. Hoppala. Da steckt wohl leider ein Treibsand drin. Oh, und kommt nicht mehr raus und versinkt jetzt da drin. Tschüss, Sonic. Ja, Leute, es hat geklappt. Er ist tatsächlich im Treibsand versunken. Mega nice, Mann. Oh, der baut auf. Oh, der kommt da wieder raus. Ich muss weg hier, schnell weg. Warte ab, bis ich dich finde. Komm her. Oh nein, weg hier. Jetzt habe ich aber auch noch was Gemeines im Petto. Und zwar habe ich einen Blocklauncher, der verschießt Spinnweben. Und diese Dinger, die visieren den automatisch an
Oder kann ich den nachverfolgen? Obwohl, ich glaube, den nehme ich lieber nicht, weil ich treffe ihn damit eh nicht, der ist eh zu schnell. Deshalb belasse ich jetzt bei den Spinnweben. Sonic, wo bist du? Ente will mit dir reden. Wo bist du, Sonic? Komm doch raus, Bro. Der wird ganz schön mies sauer sein auf mich, weil ich den so geärgert habe. Ah, da vorne steckst du also. Jetzt bekommst du Rache für den Treibsand. Oh nein! Und Sonic, komm her und zack! Ich hab dich gefangen. Hey, der kann sich da vollständig raus befreien. Was? Wie kommt er so schnell aus den Core-Webs raus? Wahrscheinlich wegen seinem Speed oder so. Gar nicht gut. Oh nein, das ist ja komplett wirkungslos gegen den. Der rennt einfach durch. Au! Hey, komm her! Ich boxe dich mit der Schaufel, wenn ich dich erwisch. Weil ich habe ihn einmal getroffen, aber er ist einfach zu schnell. Denkst du, du kannst mich nochmal erwischen? Das war ein Glückstreffer. Ha! Du hast keine Chance gegen mich. Was willst du denn tun, du blöde Ente? Wieder in mein Haus flüchten. Schnell und Türen zu. Oh nein! Der ist so blitzschnell, Mann. Der muss sich heimzahlen. Unbedingt. Denn jetzt werde ich ihm ordentlich sein Tempo rausnehmen. Ich habe ein Barriereblock, die sind ja unsichtbar. Und ich werde die auf die Straße platzieren und dann würde da volle Kanne dagegen rennen. Das wird mega lustig, Leute. So, warte mal. Hier baue ich jetzt eine Mauer aus unsichtbaren Blöcken auf. Die sieht man halt gar nicht. Und er wird bestimmt mit einem Top-Speed dagegen laufen gleich. Als ob der das nämlich checkt, dass man hier gar nicht durch kann eigentlich. Also ich würde das auch nicht sehen und er wird dann so dagegen laufen. Wo ist Sonic? Sonic, komm doch wieder raus. Ente will mit dir spielen, Bro. Ah, davon ist er. Ah, jetzt kriege ich dich, komm her. Au, au, mein Kopf. Aua, aua, mein Schädel. Au, oh, ich sehe nur noch Sterne. Aua, au. Oh, Leute, der ist voll mit seinem Kopf dagegen laufen. Sehr lustig. Aber stell wieder ins Haus, bevor er noch sauer wird. Let's go. Und rein da. Was für ein lustiger Troll. Es hat funktioniert. Der ist tatsächlich voll dagegen gelaufen. Nice. Jetzt habe ich noch eine Falle, Petto. Und zwar sind das Kürbisse mit der Verzauberung Curse of Binding, also Fluch der Bindung. Und zwar, wenn er den auf den Kopf bekommt, kriegt er den erstmal so schnell nicht mehr runter. Und dann sieht er kaum noch was. So, die werde ich hier auf die Straße platzieren. Und zwar setze ich jetzt ganz viele Dispenser hin. Und mit dem Dispenser, wenn er da drauf läuft, dann wird er gleich die Kürbisse auf den Kopf bekommen. Ich muss nur aufpassen, dass ich selber nicht da reintrete. Weil dann bekomme ich die ja drauf und da habe ich keine Lust drauf. Jetzt muss ich noch die Dispenser befüllen. Das ist ja ganz einfach. Und jetzt kommt die Druckplatte drauf. Let's go. Mal sehen, ob er drauf reinfällt. Sonic, wo bist du? Hier ist Ente, der dich die ganze Zeit ärgert. Wo steckst du, Bro? Komm doch her. Ente, wo bist du? Ich finde dich. Und diesmal krieg ich dich dran. Du hast mich so oft geärgert. Wo bist du, Sonic? Dann komm doch raus. Ah, da. Da bist du. Was geht, Sonic? Komm doch her. Komm her und... Ja, es hat geklappt. Er hat den Kürbis auf dem Kopf. Hey, wo ist es denn beim Kopf? Und jetzt kann ich mich gar nicht bewegen. Was soll das? Ente, du wirst bezahlen. Sowas von bezahlen. Oh, Leute. Jetzt habe ich mein letztes Ass im Ärmel. Und zwar werde ich so den bösen Sonic aus der Stadt verscheuchen. Und zwar werde ich das Unmögliche versuchen. Und zwar gegen Sonic ein Rennen zu gewinnen. Aber natürlich kein normales Rennen, sondern ich habe einen Trick. Ich habe eine Portal Gun und ich werde ihn zu einem Rennen bis zur Buggy herausfordern. Und ich steige einfach durch das Portal und dann gewinne ich das. Und ich mache die Wette mit ihm. Der Verlierer muss die Stadt verlassen. Also ein großes Risiko, aber das gehe ich ein. Ah, jetzt habe ich endlich dieses doofe Ding abbekommen. Leute, jetzt bist du dran. Jetzt bist du völlig auf deine Tricks. Fall ich nicht mehr rein? Sonic, ich schlag dir einen Deal vor. Warte, warte. Und zwar, wir machen von hier aus ein Rennen bis zur Bank. Wenn ich gewinne, dann verlässt du die Stadt, böser Sonic. Und wenn du gewinnst, also dann verlasse ich die Stadt. Bist du dabei? Ja, okay, das machen wir. Dann bekomme ich dein Haus. Ein Rennen gewinnst du niemals, du lahme Ente. Ah, das wird easy. Mein neues Haus. Cool. Okay, Sonic. 3, 2, 1, let's go, lauf los. Und Leute, ich mache jetzt meinen Trick und zwar gehe ich durch das Portal
Und ich bin jetzt an der Bank. So, warte mal, ich lösche das Portal kurz. Und da kommt Sonic. Hä, warte mal, wie kann das sein? Wie bist du schon im Ziel? Das kann nicht sein. Ich hab verloren. Ich kann doch kein Rennen gegen eine lahme Ente verlieren. Jetzt muss ich die Stadt verlassen. Oh nein. Dann ciao. Adios. Leute, wir haben den bösen Sonic verscheucht. Nice, Mann. Lasst ein Like da und lasst ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video und ciao.